Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Willkommen zu diesem Gottesdienst am ersten Sonntag in der Passions- und Fastenzeit in Vukavit. Die besondere Zeit, die violette Zeit, hat ja schon am Aschermittwoch begonnen und jetzt ist der erste Sonntag. Wir werden im Evangelium etwas hören von einem Gegenspieler zu Jesus. Und wenn ich mit Menschen darüber spreche, kommt oft sowas, ja, glaubst du das? Ist es wirklich der Böse oder ist es das Böse? Das ist ein feiner Unterschied nur im Wort, aber ein großer Unterschied in der Sache. Und ich habe neulich mal folgende Antwort probiert. Wenn Jesus vom Satan, er sagt, weg mit dir, Satan, versucht wird, der an ihn herantritt. Er war zwar alleine mit ihm, aber wenn uns das in der Bibel überliefert ist, in den Evangelien, wird es ja wohl so gewesen sein, dass er mit einigen darüber gesprochen hat. Und wenn Jesus darüber spricht, dann ist es so. Punkt. Eigentlich ganz einfach. Die dunklen Mächte, die es gibt, die wir nicht fassen können, und dieser eine, der Satan. Drei Fragen werden uns in der Beichte, die uns zum Abendmahl führt, gleich nach dem ersten Lied werden wir diese Beichte halten, die drei Fragen beziehungsweise die drei Aufforderungen des Satans an Jesus, die werden wir zur eigenen Beichtbesinnung nehmen. Gut, dann halten wir inne. Das Erste, was der Versucher Jesus schmackhaft gemacht hat, er sagte zu ihm, mach doch, dass diese Steine zu Brot werden. Wie ist meine Antwort darauf? Jesus hat Folgendes geantwortet. Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Munde kommt. Von welchen Steinen ernähre ich mich oder meine, mich damit ernähren zu können? Was ist mir wichtig? Lebe ich von Gott her und damit aus seinem Wort? Oder werden meine Bedürfnisse durch allerlei Unwichtiges befriedigt? So dann sagt der Teufel zu Jesus, geh doch mal ein Risiko ein. Ich stell dich da oben auf die Zinne des Tempels.
Spring doch mal runter. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Man könnte auch sagen, das, was vernünftigerweise als Quatsch, als Dummheit, als ein unnötiges Risiko bezeichnet wird. Warum machst du das? Guck mal, sagt der Teufel, was ich dir alles geben möchte. Und dann betest du mich in dem, was du hast oder siehst, an. Hau ab, Satan. Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Ich ergänze und diene in dem, was der Herr dir als Aufgabe anvertraut. Und such dir nicht immer das eigene, weil du es schöner findest. Wenn du Gott anbetest, wirst du von ihm erfahren, wie dein Dienst aussieht. Herr, du kennst uns durch und durch, besser als wir uns selbst kennen. Du weißt um unsere Versuchbarkeit und Schwäche. Du siehst, wie wir uns von dir entfernt haben. Und fremden Göttern nachgelaufen sind. Solchen, die wir zum Gott erhoben haben. Wir sind gewillt, umzukehren zu dir. Die Beichtfragen finden Sie unter der Nummer 708, falls Sie mitlesen möchten. Vor dem heiligen Gott frage ich euch, bekennst du, dass du gesündigt hast und bereust du deine Sünden, so antworte ja.
Bittest du um Vergebung deiner Sünden im Namen Jesu Christi, so antworte ja. Glaubst du, dass die Vergebung, die dir zugesprochen wird, Gottes Vergebung ist, so antworte ja. Bitte sie aufzustehen. Wie ihr glaubt, so geschehe euch. Was Gott euch in der Taufe gegeben hat, die Vergebung der Sünden und die Befreiung von der Macht des Bösen, das wird euch heute neu geschenkt. In der Vollmacht, die der Herr seiner Kirche gegeben hat, spreche ich euch los und frei. Euch sind eure Sünden vergeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dann hören wir das nächste Lied, Anker in der Zeit. Hört Gottes Wort aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, da hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich doch hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln
für dich Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten dem Herrn, deinem Gott, und ihm allein dienen. Und da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu, und sie dienten ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich kenne mehrere Leonards. Das ist ein Jungenname. Ne? Vor meiner Tür lag, ich glaube am Donnerstag oder Freitag, ein kleines Beutelchen, so durchschimmernd aus Stoff. Und da drin eine kleine Kerze, ein bisschen verziert und mit etwas so Grundschülerhandschrift ein Zettelchen für Thomas Brunke, die Rechtschreibfehler zählen wir mal gar nicht, ist auch nicht so wichtig, von Leonard. Ganze Liebe war auf diesem Zettel zum Ausdruck gebracht und ich saß dann da und dachte, ja, welcher Leonard mag es wohl gewesen sein? Also wer mir von euch einen Tipp geben kann, weil er weiß, das war der und der Leonard, dann könnte ich ja dem Leonard sagen, du, mit der Kerze hast du mir jetzt eine große Freude gemacht, die begleitet mich auf meinem Weg durch die Passionszeit zu Ostern hin und am Ostersonntag zum Frühstück, da werde ich sie dann anzünden. Also gucken Sie mal, ob es vielleicht der Leonard ist, den Sie auch kennen. Jetzt kommen wir zum Fasten. Letzten Sonntag haben wir mit dem Thema angefangen. Aschermittwoch habe ich, bisschen zu lange darüber gesprochen und ich fasse das jetzt nochmal vom Aschermittwoch ein bisschen zusammen. Will aber beginnen damit, dass das Wort Fasten, wenn man ins Mittelhochdeutsch zurückguckt, bis in die gotischen Wurzeln hinein, dann sehen wir, dass Fasten eigentlich heißt festmachen. Festigen. Wir hören es vielleicht sogar ein bisschen durch, ist ja nur ein Buchstabe anders. Fasten hat etwas damit zu tun, dass in uns etwas fest wird. Wie weit sind wir gekommen? Wir haben gesehen, in der Bibel wird es unmissverständlich durch viele Bücher der Bibel hindurch deutlich,
Das Fasten hat Bedeutung auf dem Weg Gottes mit den Menschen. Und zwar mit Einzelnen, wie auch, wenn wir ins Alte Testament gucken, mit seinem Volk oder im Neuen Testament mit seiner Gemeinde. Wir sehen auch, wenn wir genauer hinschauen, Fasten ist sicherlich nicht ein Hauptthema, wenn man sozusagen nach einer Hierarchie der Wahrheiten und Wichtigkeiten geht, steht das Fasten nicht ganz oben. Da gibt es andere Dinge, die sind wichtiger, wenn es um Glaubensinhalte geht. Und doch sehen wir, dass Gott sich des Fastens bedient, also des Fastens derer, die ihn suchen, und dass das Fasten meistens in etwas Neues hineinführt, wie eine Art Schlüssel oder ein Türöffner, damit Menschen sozusagen Gottes Ziele wieder vor Augen haben oder sich Gottes Ziele durch Menschen verwirklichen. Wir haben auch gesehen, dass Fasten, also wenn wir Fasten jetzt einmal als Verzichten nehmen, das Verzichten auf was auch immer, das können wir uns noch angucken, und sich gleichzeitig zuführen, das Wort Gottes, gehören zusammen. Nur sonst wird das ein Gesundheitsfasten, das mag durchaus seinen Sinn haben, wenn es ein geistliches oder ein vom Heiligen Geist durchdrungenes Fasten sein soll, gehört dazu, dass ich eben nicht nur verzichte, sondern mich von, wie hieß es vorhin in der Versuchungsgeschichte, von Gottes Wort ernähre. Wir haben auch gesehen, das Fasten bringt eine erhöhte Aufmerksamkeit in uns selber für Gottes Sprechen, für das Kundtun seiner Absichten oder, wie wir bei Jesaja gelesen haben, ganz deutlich, das Fasten bringt Heilung. Geheilt werden muss das, was wund ist, beim Einzelnen, im Volk, in der Gemeinde. Wir hatten das Beispiel von der ersten Missionsreise des Paulus. Das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel. Das ist ja wie eine Aussendung. Die waren zusammen und dann gab es kein Kaffeekränzchen oder irgendwie so etwas. Wir wollen uns ja alle von dir verabschieden, Paulus, und ach, und mit Taschentuch und ich weiß nicht wie und nett. Nein, da steht nur, sie haben gefastet und gebetet. Und dann ist Paulus losgefahren. Fasten als ein Ich-Fasten, damit Gott zum Zuge kommt. Das heißt, die Klärung der Motive, warum mache ich das, wozu mache ich das, ist schon wichtig. So, dann ist auch klar, Fasten ist etwas, in das man gerufen wird. Also es soll in Gott seinen Beginn haben und dann wird es auch zu Gott zurückkehren, wie ein Gebet. Ein Gebet, das in Gott seinen Anfang nimmt, wird sich auch in Gott vollenden. Als ihr fastetet, heißt es, oder gefastet habt, heißt es beim Propheten Sacharja, ein sehr schöner Satz, der geht richtig zu Herzen. Habt ihr es da für mich getan? Das ist die Frage, die Gott durch den Propheten Sacharja an das Volk stellt. Als ihr gefastet habt, habt ihr es da für mich getan? Jetzt haben wir das Evangelium gehört. Da hat Jesus ja auch gefastet, lange. Und ich möchte mal diese drei Versuchungen und die Antworten Jesu zusammenfassen mit drei Fragen. Die erste Frage heißt, wem gehöre ich? Die zweite Frage, wer hat mir was zu sagen? Und die dritte, wem will ich dienen? Wem gehöre ich? Wer hat mir was zu sagen? Wem will ich dienen? Oder Gott, hast du
in meinem Leben, das dir geweiht sein soll, das darf man, glaube ich, schon sagen, oberste Priorität? Willst du mich im Fasten zurüsten, ausrüsten? Da hören wir das Rüsten mit durch. Man könnte jetzt mal an die geistliche Waffenrüstung denken. Das ist ja auch eine Ausrüstung, eine Zurüstung, die wir brauchen, um als Christ mitten in der Welt zu leben. Im Bilde gesprochen, könnte das Fasten dazugehören? Eine Zurüstung, als eine Ausrüstung auf unserem Weg durch diese Welt. Herr, ich zeige dir, dass ich es ernst meine mit dir, in einer Welt, in der wenig nach dir gefragt wird. Erzählt er uns auch noch was, wie das Fasten geht? Gucken wir nachher mal. Ich möchte Sie in zwei Situationen mal hineinführen. Viele erinnern sich, wie die Anfangszeit ihres bewussten, ihres entschiedenen Christseins war. Voller Begeisterung, voller Feuer. Gottesdienst war gar keine Frage, stand ganz oben. Nicht: ach, heute habe ich eine Einladung, da gehe ich nicht. Das war umgekehrt. Danke für deine Einladung, ich komme nach dem Gottesdienst. Seelsorge war was Selbstverständliches. Dass man sich einem Kreis anschloss, einer Gebetsgruppe oder einem Hauskreis. Die Herrlichkeit des Herrn oder sagen wir die Anbetung des Herrn war lebensbestimmend. Lebensbestimmend in der Weise, als dass meine Entscheidungen, die ich zu fällen habe, da ihren Anfang genommen haben. Und dann das andere. Eine gewisse Müdigkeit. Hat das alles was gebracht? Mit mir? Oder gar mit der Gemeinde? Stehen wir nicht immer noch an dem Punkt, an dem wir vor 30 Jahren gestanden haben? Und dann schleicht sich bei manchem sowas ein, das nennt man Rechtfertigung. Also eigentlich rechtfertigt er uns doch. Aber dann beginnt man plötzlich selber zu rechtfertigen. Vielleicht seine Lustlosigkeit. Manchmal sogar seine Sünde. Ich bin so. Ich bin halt so. Habe ich gestern noch beherzigt oder damals? Bleibe den Versammlungen nicht fern, Hebräerbrief, ne? Hat sich inzwischen auch sowas etabliert. Wo steht eigentlich, dass ich jeden Sonntag zum Gottesdienst muss? Steht doch gar nicht so in der Bibel. Seltsam, ne? Wie sich das ändert und wie man mit Dingen umgeht. Auch das Durchhaltevermögen lässt nach irgendwie. Man sieht keine Erfolge. Weder bei sich selbst, noch bei anderen. Aber die Vokabel Erfolg steht nicht im Wörterbuch Gottes, sondern im Wörterbuch des Teufels. Wenn wir Erfolg haben wollen und darüber eigentlich überhaupt gar nicht weiterkommen. Da steht da hinten in der Ecke der Teufel und lacht sich eins ins Fäustchen. Sag, jetzt habe ich sie. Da wollte ich sie hinhaben. Man prüft dann gar nicht mehr den Ruf,
den es mal gegeben hat. Und es ist nicht jeder gerufen dazu, erfolgreich irgendwie christlich zu wirken. Vielleicht ist Gottes Erfolg in dir, dass du ganz im Verborgenen deinen Weg mit ihm gehst, das stille Zeugnis. Vielleicht ist dein Ruf, das Leiden zu ertragen und nicht den Nächsten zu Christus zu führen. Diesen Ruf auch mal wieder zu prüfen. Wozu hast du mich gerufen, Herr? Sowas kann sich übrigens auch ändern. Ach, ich bin mehr so die Frau, die, ne, habe ich mal gehört, die kleinen Dienste in der Küche macht. Das mag vielleicht mal so gewesen sein, aber ob das immer so bleiben muss, das sei mal so dahingestellt. Bin der für die zweite Reihe. Gott will seinen Erfolg in dir haben. Er ruft dich in den Dienst, den er für dich ausersehen hat. So etwas verwässert mit der Zeit, wenn ich nicht dranbleibe, wenn es diese Ermüdungserscheinungen gibt, wenn sich Dinge in den Weg legen, ja, da kommen auch Versuchungen, die, ach, na ja. Gott will seinen Erfolg in uns verwirklichen, nicht wir unseren, nicht was wir meinen. Der sieht anders aus, als wir meinen, der Erfolg, den Gott haben will. Er will seinen, wir können das auch österlich sagen, seinen Sieg in uns immer wieder zum Ausdruck bringen können. Es betrifft sowohl den Einzelnen, wie auch die Gemeinde. Das sehen wir schon in der Bibel, wenn wir uns da die Gemeindebildungen anschauen, wie Gemeinde blüht, aber wie sie auch insgesamt geschwächt werden kann. Wenn der Einzelne sagt, habe ich jetzt 10 Jahre gemacht, jetzt können sich ja mal andere engagieren, ist es eine Schwächung für die ganze Gemeinde. Wenn Streit und Rechthaberei sich ausbreiten, ist das wie ein Virus, der alle lähmt. So, und jetzt kommen wir wieder zum Fasten. Tu das bitte mal nicht gleich ab. Frage doch bitte den Herrn. Jetzt haben wir so eine besondere Zeit, die sich vielleicht anbietet. Frage doch den Herrn mal, ob das Fasten, auf welche Weise es dann im Konkreten auch aussieht, nicht dein Weg für dich und deine Gemeinde in dieser Zeit sein kann. Vielleicht findest du sogar jemanden, der das auch so sieht und mitmacht. Also nicht gleich abtun, wirklich den Herrn befragen. Da, wo in der Bibel viel bewegt wurde, wurde auch viel gefastet. Das Feuer soll doch wieder brennen. Das wäre doch eine Umkehr in einer ganz anderen Intensität, nämlich von Fasten, Gebet und Schriftlesung. Die drei Dinge gehören sicher zusammen. Zurückfinden in den Dienst. Umkehr. Bekehrt euch zu mir, Prophet Joel. Bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen. Durch Fasten. Wir werden dabei erleben, dass unser geistliches Leben ist nicht nur Halleluja irgendwo oberhalb des Notenschlüssels.
in den höchsten Tönen. Es ist auch ein Ringen, weil es immer wieder eine Gegenmelodie gibt. Und die zu erkennen, zu entlarven, zu identifizieren, sagen, nein, auf der Melodie singe ich nicht mit. Ich will Gottes Melodie in meinem Herzen haben und ich will mich selber ganz leer machen, um diese Melodie neu in mir aufzunehmen. Es sind immer die, es ist doch nie Jesus, es sind die dunklen Mächte, die in uns rufen, noch lass bleiben, bringt sowieso nichts. Als Paulus zu Jesus fand, beziehungsweise nachdem Jesus Paulus ergriffen hatte, so schreibt ja Paulus selber an die Philipper, ich bin ergriffen. Was hat Paulus getan? Er hat 3 Tage lang gefastet. Es war wie eine Zurüstung, wie eine Zubereitung für einen dann Gott gefallenden Dienst. Noch eine kleine Sache. Wir erleben ja, das ist jetzt ein großes Wort, das weiß ich, in unserer Kirche, wie immer man das jetzt definiert, auch eine große Not, eine große geistliche Not. Wer Zeitschriften liest im christlichen Kontext, egal ob es das Sonntagsblatt unserer Landeskirche ist oder ob es Idea Spektrum oder sonst was ist, spielt gar keine Rolle. Wir erleben eine große geistliche Not. Wir erleben, da wird gestritten. Und zwar nicht um eine gute Sache, sondern in einer rechthaberischen Weise. Da geschieht Unglaubwürdiges. Könnte es auch so etwas geben, weil ich doch zu dieser Kirche gehöre, auch in der Gestalt, wie sie sich zeigt? Das ist uns Evangelischen vielleicht ein bisschen fremd, aber ein bisschen Liebe zur Kirche. Jesus will Kirche und Gemeinde. Ob das alles genau so aussehen soll in seiner verfassten Gestalt, wie wir sie jetzt haben, das sei völlig dahingestellt. Aber Gemeinde ist eine organisierte Form, das sehen wir schon im Neuen Testament. Und es ist möglich, auch in Strukturen, so will es doch der Herr, dass dort geistliches Leben ist. Und wir erleben es aber in der geistlichen Not der Kirche auch so, dass Strukturen geistliches Leben erdrücken. Kann es sein, dass der Herr mein Fasten will, mein Verzichten, um seine Kirche auf neue Wege zu führen, zu ihm zurück? Und wenn ich nicht sage, die Kirche ist es mir wert, dann sage ich doch vielleicht, aber die Glieder dieser Kirche, das sind meine Brüder und Schwestern, die sind es mir wert. Ich habe vor Jahren mal ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht, ob vielleicht ist es hier auch bekannt, war in charismatischen Kreisen hat man das kleines Taschenbuch, da hieß es Gemeinde auf den Knien, kleines Taschenbuch aus England. Und dann gibt es ein ganzes Kapitel über das Fasten drin. Für das, was du willst, mit mir und mit der Gemeinschaft, in die du mich stellst, in diesen Leib Christi, gehe ich in die Knie, bete und faste. Wir müssen auf keinen anderen mit dem Finger zeigen, aber wir wissen es. Vielleicht von uns selbst, vielleicht aus Gesprächen mit anderen, ich weiß es auch aus der Seelsorge, es gibt zum Beispiel auch eine Not, die dahin geht, dass ich nicht glaube, was an mir geschieht. Da ist mir in meinem Umkehren zu Jesus oder sagen wir in meiner Bekehrung oder in meinem neuen Leben, das ich durch Christus bekommen habe,
eine Sündenvergebung geschenkt worden, die ich dann auch immer wieder in Anspruch nehmen kann. Und Elend nochmal, die kommt nicht an. Wird doch wieder hinterher aufgerechnet oder sie wird gar nicht verstanden. Als wäre da eine Macht in uns, die sagt, ich lasse dich aber nicht los, du bist nicht frei. Es gibt genügend Menschen, die da so ringen auf ihrem Weg mit Jesus, dass sie Sündenvergebung empfangen, in Anspruch nehmen, sie aber nicht frei sind, sie nicht glücklich sind. Diese Gewissheit, ich bin gerettet, sich nicht durchsetzt. Das ist eine große Not, vielleicht sogar die größte. Man könnte es so sagen, Menschen unter uns sind gebunden. Und ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Dass ich durch mein Gebet, durch mein stellvertretendes Gebet, mein Fasten, an diesen Zweifel herangehe, der sich breit macht. Dass der Glauben sich Bahn bricht, dass es mit Gott immer nur vorwärts geht. Dass dieser Sieg Jesu auch gefeiert werden kann. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Ehrenkleid. Das könnte eine Riesenparty geben. Gut. Ich möchte das Thema nicht vertiefen, was die dunklen Mächte angeht. Ich glaube, das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. So, wie kann das Fasten im Einzelnen gehen? Die Bibel ist an vielen Stellen ganz konkret, aber auch ganz vielfältig. Und das ist das Wunderbare. Und wir erleben es in der Geschichte sozusagen, also in der Fortsetzung dessen, wie Gott mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde geht, dass vom Alten Testament über das Neue bis in unsere Zeit auf ganz unterschiedliche Weise gefastet wird, weil Gott es für jeden hat, er da was. Wie kann das aussehen? Da gibt es Menschen, die fasten tageweise, was weiß ich, immer den Mittwoch oder so, ganz bewusst. Leben an diesem Mittwoch aber auch bewusst anders. Manche tun es stundenweise. Manche sagen, ich verzichte bewusst auf eine Mahlzeit. Wir hatten mal einen Hauskreis, wenn die sich abends getroffen haben, haben sie bewusst vorher die Mahlzeit ausfallen lassen. Die haben große Erfahrungen gemacht. Es gibt das Fasten, also das Verzichten auf Genussmittel. Es gibt das Fernsehfasten. Es ist eigentlich, ja, ich will nicht sagen egal. Es ist das, wo du von Gott den Eindruck hast, das ist jetzt etwas, wo Gott sagt, da verzichte mal drauf. Und widme es, widme die gewonnene Zeit mir. Und das, was du in dir verspürst, na, Hunger stellt sich ja schon ein, meistens schon nach wenigen Stunden. Geh damit so um, dass du es zu mir trägst. Genau da will ich reinsprechen. John Wesley, der große Mann der Heiligungskirchen, methodistische Kirchen, hat sich immer wieder, und es lohnt sich mal über sein Leben etwas nachzulesen, nur von Wasser und Brot ernährt. Also jeder schaue, ich glaube, dass es ein Ruf Gottes ist, was ist für mich dran?
der Herr wird sprechen. Da bin ich mir ganz sicher. Und damit es nicht heißt, das ist aber verantwortungslos, was du sagst, es gibt Personengruppen, selbst die finden wir in der Bibel, die von Fastenregeln ganz bewusst ausgenommen sind. Darüber muss ich jetzt nichts sagen. Das liegt zum Beispiel am biologischen Alter oder zum Beispiel an dem Zustand, in dem man sich gerade befindet, ob man also alleine mit sich ist oder ob man unter seinem Herzen ein Kind trägt und so weiter. Da gibt es viele Beispiele, wo jeder für sich gucken muss, nein, so geht es jetzt nicht, das kann nicht mein Fasten sein, ich kann mich nicht weiter schwächen, weil ich einem anderen damit schade, aber es gibt andere Möglichkeiten. Jeder kann für sich gucken, wo der Herr ihn hinruft, in den Verzicht, damit es eine neue Fülle geben kann, ein neues Feuer, eine neue Begeisterung, einen neuen Dienst, eine erneuerte Gemeinde. Amen. Lieber Vater, dein Sprechen in unsere Zeit und in unsere Herzen, das brauchen wir so sehr. Wir sagen dir neu, wir meinen es ernst mit dir und deiner Gemeinde. Mach uns aufmerksam für deine Wege und wenn es Wege mit Fasten und Gebet sein sollen, dann lege das spürbar an unser Herz durch Worte der Heiligen Schrift. Heiliger Geist,
entfache das Feuer neu, das Feuer der Liebe unter uns und zu Christus, unserem Herrn. Amen. Zu Gott, der neu mit uns anfangen will, beten wir. Besonders in dieser Zeit vor Ostern wollen wir uns auf das Leiden und Sterben von Jesus besinnen und bitten dich für alle, die diese Zeit in einem neuen Bewusstsein dafür angehen. Sei bei allen, die sich besonders mit deinem Wort befassen. Sei auch bei allen, die in finanziellen Schieflage gekommen sind, sei es durch Krankheit, Verlust der Arbeit oder sonst welchen Umständen. Wir bitten dich auch für alle, die einen geliebten Menschen durch Covid-19 verloren haben, dass sie in dir Trost und Hoffnung finden. Sei du auch bei allen hier in dieser Gemeinde, die an Krankheit, Depressionen, Ausgrenzung, Einsamkeit oder Ängsten leiden. Gib uns die Kraft, zuerst in Liebe zu handeln und nicht in Besserwisserei oder Herzenshärte. Lass uns ergriffen sein von deiner unbegreiflichen Liebe, damit Mut, Hoffnung, Vertrauen und Dankbarkeit in uns wachsen. Für alle, die sich in schweren Zeiten befinden, den richtigen Weg für ihr Leben suchen oder ihr Vertrauen auf Jesus stärken möchten, bete ich in den Liederversen von Hedwig von Redern. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, das macht die Seele still und friedevoll. Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, das ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's früh. Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deiner Liebe Macht, ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum war dich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Thank you.
es für alle ein fröhlicher Sonntag sein. Mit dem Wetter, das sieht gut aus, ne? Vielleicht sieht man sich auf einem Spaziergang. Für die neue Woche seid gesegnet, bitte euch aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.